Herzlich willkommen bei Brumm Minecraft. Heute wollen wir euch unsere Brumm-Pyramide mit ihren verschiedenen Specials zeigen. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Hallo von mir auch. Wir fangen auch gleich mit dem ersten hier an, wie man schon sieht. Ein Gate, das ist massiv, hier kommt man also nicht durch. Finde ich sehr toll, weil man dadurch schön Sachen absperren kann. Und das aktiviert man, indem man mit Rechtsklick auf dieses Schild draufklickt. So, dann gehen wir zum nächsten. Das nächste ist eine Brücke, sag ich mal. Die ist jetzt direkt über uns. Betätigt man durch einen Hebel. Und dann geht diese Brücke auf. Und in diesem Fall kommt dann Wasser von oben. Das könnte man auch als Zombie-Fallen nehmen oder so. Weiß nicht, Lava drüber machen. Wir haben es jetzt mit Wasser gemacht, das ist zum Spaß. Ja, die Brücke haben wir auch nochmal. Wer vielleicht schon unser Hinrichtungsvideo gesehen hat, kennt die vielleicht schon, die Brücke. Weil die ist auch in unserer Hinrichtungskammer. Wer das Video noch nicht kennt, sollte sich das mal angucken, das ist auch echt gut. Auch wieder durch den Hebel, dann geht halt diese Brücke auf, hier sind sogar zwei. Ja, dann gehen wir zum nächsten. Auf unserem Weg zum nächsten Teil finden wir dann noch ein anderes Special. Nämlich hier, um den hochgehen, kommen wir zu unseren Lifts. Auch wieder durch Schilder. Jetzt macht man Rechtsklick drauf und dann wird man sozusagen teleportiert. Ja, und hier sind wir jetzt in unserem Casino. Da haben wir auch nochmal so eine Brücke eingebaut. Für den, sagt man, Gewinner unseres Riesen-Billard-Spiels. Und zwar wird da auch wieder Wasser auf den Gewinner heruntergelassen. Schade, dass es kein Konfetti gibt, sonst hätten wir das genommen. Ich mache dann jetzt mal einfach hier mal auf. Und dann müsste man das sehen. Kommt nämlich auch wieder Wasser von oben reichlich runter. Und dann ist halt wieder zumachen. Ist halt wieder vorbei mit der schönen Planscherei. dann müssen wir jetzt wieder zurückgehen, um zu unserem nächsten Teil zu kommen. Gehe schon mal vor. Müssen wir jetzt hier hinten her. Ist ein bisschen verwirrend, wir müssen noch Gebäudepläne für unsere Pyramide machen. Wir gehen jetzt nämlich zur Lounge, da ist nämlich das nächste Special drin. Ein Portal, mit dem man sich teleportieren kann. Zu dem zweiten Portal halt, was da dann irgendwo aufgebaut ist. Und zwar haben wir hier ein Schild. Das klickt man dann an. Und dann hat man hier einen Schalter. Und dann aktiviert sich das Portal und man kann ihn durchgehen. Man kann auch machen, dass man mehrere, also zwischen mehreren Orten wechseln kann. Das heißt drei Portale und man kann sich dann an verschiedenste Orte teleportieren. So, dann gehen wir jetzt auf die Terrasse. Da ist unser letztes Special. Ist auch so eher so ein kleines Special. Nicht wirklich, also nichts, was man bauen muss, sondern dass man muss nur eine Taste drücken und dann wird das Erlebnis hier dann schön, das ist nämlich Schlittschuhfahren und durch das Drücken der F8-Taste wird die Kamerasteuerung halt so ganz weich. So ein bisschen wie so ein Betrunkener, ist eigentlich ganz witzig, wenn man dann hier so ein bisschen rumschlittert. Ja, und sonst war es das dann auch erstmal. Abonnieren wäre halt schön, ne? Ja, dann erstmal tschüss. Bis zum nächsten Mal.